Minuten mit Tommy Scherer. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Club. Immer wieder werden in den People- und Skandalrubriken der Medien private, bekannte, berufliche Details bekannt gegeben und veröffentlicht. Jüngstes Beispiel dazu die angebliche Sexaffäre von Zug rund um eine grüne Politikerin und einen SVP-Politiker. Über diesen Fall reden wir heute Abend nicht, da sind noch nicht alle Fakten auf dem Tisch. Aber wir reden darüber, was passiert, wenn ein Mensch in Strudel von einer Medienkampagne geratet. Drei Fragen stellen wir dazu. Wie erlebt ein Mensch, ein Betroffener, den Moment, wo er merkt, jetzt geht es um meinen Ruf? Zweite Frage. Was kann er machen, damit er aus so einem Medienstrudel wieder rauskommt und seine Ehre und seine Würde wieder zurückbekommt? Und dritte Frage, was für eine Rolle spielen die Medien dabei? Ich stelle Ihnen gerne dazu meine Gäste vor von heute Abend. Bei uns heute Jörg Kachelmann, Meteorologe und ehemaliger Fernsehmoderator. Er ist wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung in Deutschland angeklagt und dann freigesprochen worden. Jetzt, gut vier Jahre nach dem Freispruch, klagt er gegen deutsche Medien wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung auf insgesamt 3,25 Millionen Euro. Auch bei uns heute Abend Sandra Gasser, ehemalige Spitzensportlerin und heutige Leichtathletiktrainerin. Ihr ist nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille 1987 zu Rom Dopingmissbrauch vorgeworfen worden. Titel weg, zwei Jahre Wettkampfsperre. Dopingvorwürfe sind bis heute nie bewiesen worden. Auch bei uns heute in der Runde Hans-Uli Gürber, Betroffener, pensionierter Jugendanwalt. Er ist kurz vor seiner Pensionierung Zielscheibe von einer Medienkampagne geworden im Fall Carlos. Seine unkonventionelle Strafmaßnahme, die über 20.000 Franken im Monat gekostet hat, hat ihm den Job unter Ruf gekostet, ohne dass er gegen ein Gesetz verstoßen hätte. Auch bei uns in der Runde der Alex Bauer, Weltwochenredakteur. Er sagt, auf den ersten Blick ist es schrecklich, wenn das Privatleben in der Öffentlichkeit ausbreitet wird. Das ist aber der Preis der offenen Gesellschaft. Dann auch in der Runde mit dabei der ehemalige Blick-Chefredakteur, heute arbeitet er als Kommunikationsberater, der Sascha Viktorowitz. Der Sascha Viktorowitz beratet Menschen, die wegen einer Medienkampagne ihren Ruf verloren haben, ob jetzt schuldig oder unschuldig. Er sagt, ja, man kann sich den verlorenen Ruf wieder zurückholen. Allerdings brauche ich das enorm viel Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen. Herzlich willkommen, meine Herren, hier bei uns in der Runde. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Jörg Kachelmann, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Sie sind, bevor Sie 2010 wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung verhaftet worden sind, der Meteorologe in unserem Land gewesen. Sie haben verschiedene andere Sendungen moderiert, auch Tagformat unter anderem, sind auch Clubmoderator gewesen. Und dann ist es wie aus heiterem Himmel passiert, 2010 sind Sie auf dem Flughafen verhaftet worden, sind dann 132 Tage in Untersuchungshaft gesessen und dann endlich wieder freigelassen worden. Und diesen Moment, den schauen wir uns schnell an. Kurz vor 14 Uhr tritt Verteidiger Birkenstock mit Jörg Kachelmann aus dem Tor der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Die Verabschiedung von einem Wachmann ist herzlich. Der 52-Jährige will sich gegenüber den Medien nicht äußern. Das Reden und die Emotionen übernimmt sein Anwalt. Mit dem Beschluss ist die Unschuldsvermutung wieder auferstanden in diesem Verfahren und die Rechtsstaatlichkeit ist zurückgekehrt. Herr Kachelmann wird sich jetzt mit uns konzentriert auf die Hauptverhandlung vorbereiten. Denn die heutige Freilassung ist kein vorgezogener Freispruch, lediglich ein Teilerfolg für Kachelmann. Die dem Landgericht Mannheim übergeordnete Instanz, das Oberlandesgericht Karlsruhe, schließt nun plötzlich nicht mehr aus, dass seine Ex-Freundin die Vergewaltigung erfunden und sich die Verletzungen mit einem Küchenmesser am Hals selbst zugefügt haben könnte. Kachelmann hat die Vorwürfe stets bestritten. Ich bin unschuldig, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke. Okay. Nein, es ist gar nichts dran. Über Schuld oder Unschuld des Wettermoderators entscheidet das Landgericht Mannheim. Ob der Prozess angesichts der veränderten Sachlage aber wie geplant am 6. September beginnen kann, ist nicht mehr sicher. Kachelmann wurde ohne Auflagen entlassen und darf somit auch in die Schweiz zurückkehren. Es ist über ein halbes Jahr nach dieser U-Haft noch vergangen, bis der Jörg Kachelmann dann tatsächlich den Freispruch bekommen hat. Jetzt klagt er selber in Deutschland wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung, gegen Bunte, gegen Bild und gegen Fokus. Es geht um einen Gesamtbetrag von 3,25 Millionen Euro. Ich würde gerne das Rad der Zeit noch mal zu dem Zeitpunkt zurückdrehen, Jörg Kachelmann. Auf dem Flughafen 2010, wo Sie verhaftet worden sind, wie hat es da innen drin ausgesehen?
Es war einfach ein riesiger Schock, weil ich ja in keiner Form mit irgendetwas Bösem gerechnet habe. Wie gesagt, ich glaube, ich muss das nicht weiter sagen. Das ist ja auch durch den Freispruch bestätigt worden, weil das einfach von vorne bis hinten eine frei erfundene Falschbeschuldigung war durch die Frau. Wir klagen nicht nur gegen die Medien übrigens, sondern auch gegen die Frau. Und wir klagen auch gegen die Staatsanwaltschaft Mannheim. Das war von Anfang an etwas, was ich mir vorgenommen habe. Einfach auch, um diesen vielen Leuten Mut zu machen, die in der Kiste hocken, wo das auch passiert ist, wo nicht jetzt im Moment das Geld oder den Mumm haben, sich zu verteidigen, dass die sehen, man kann sich dagegen wehren. Weil Falschbeschuldigungen gibt es darum so viel, weil es eben praktisch ein todsicheres Verbrechen ist. Diesen Frauen passiert generell nichts. Und so ist es auch da. Und das Gefühl ist einfach ein gigantischer Schock gewesen. Sind wir schon mitten in den Fakten rein? Ja, Kachelmann, wie hat es denn innen drin ausgesehen in dem Moment? Das habe ich gerade Schock gesagt. Und wer noch weitergefahren. Die Klammer muss ich immer sagen, weil da müssen Sie ja verstehen, das ist immer, wenn Sie eben wollen, dass ich an diesen Tag denke, dann kommt natürlich auch das ganze Elend. Denken wieder. Sie selber gar nie mehr dran? Ich versuche, also nicht jeden Tag. Also das wäre auch, das ist ein bisschen das Verrückte, dass die Falschbeschuldigerin, die wird auf Staatskosten von einem Trauma therapiert, das sie nie erlebt hat. Und ich weiß nicht, ob ich ein Trauma habe. Ich habe mich noch nicht untersuchen lassen wegen dem. Aber es ist etwas, wo manchmal wiederkommt. Und das ist immer die schlimmste Situation gewesen, wenn sie zur Nacht verwacht sind. Für eine ganz kurze Zeit wissen sie nicht nach dem Verwachen, dass sie jetzt unschuldig in dieser Schwabenkiste hineinhocken. Mit vielen Schwabenkäfer, Ratzen, Hakenkreuz und so weiter. Verrückte Sachen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das alles dort gibt. Und sie sehen, wie das immer so angeleuchtet wird, den Schatten von dem Gitter oben an der Decke als erstes. Und das ist etwas, wo manchmal noch wieder kommt, die Nacht in einem Traum. Und das ist dann ein Moment, wo ich dann wieder zuerst froh bin nach dem Lehren. Dort ist es immer das Gegenteil. Ich habe mit der Zeit gemerkt, es ist wirklich wahr. Und jetzt muss ich lehren, beim Verwachen, es ist wirklich nicht wahr. Also von dem her ist das nicht nur der Tag. Der Tag selber ist für mich nicht so schwierig gewesen, mal am Ende, weil ich gedacht habe, die Geschichte mit dieser Selbstverletzung und so, auch der dümmste Polizist findet das sofort raus, dass das frei erfundene Mist ist und dass die Verletzungen alle selber zugeführt worden sind. Aber ich habe nicht mit den Polizisten Schwetzingen und Mannheim gerechnet, die noch dümmer sind, wie der dümmste Polizist, den ich mir vorgestellt habe. Und darum ist es doch eine recht lange Sache geworden. Und dass Sie darüber träumen, wie Sie es jetzt erzählt haben, zeigt, dass eine gewisse Nachwirkung und ein gewisses Echo von dem ganzen Erleben gut, schon da ist. Wenn man 132 Tage in 8 Quadratmeter hockt und als Sau durchs Dorf getrieben wird, letztendlich, und alles das über sich gehört und wirklich 80% auch von dem, was jetzt gar nicht mit dem Vorwurf zu tun hat, nicht gestummt hat, frei erfundenes Zeug ist. Ich habe in dieser Zeit in der Kiste habe ich kein Fernsehen geschaut, einfach damit ich den Mut nicht verliere, weil ich habe schon geahnt, wie es her und zugeht. Haben Sie Zugriff auf Zeitungen? Nein, ich habe keine Zeitungen gelesen. Nein. Ich habe immer versucht, man hat dann mit der Zeit einen Fernseher mieten können. Und ich habe immer versucht, Fernsehsender zu schauen, wo ich nicht vorkomme. Also ich war dann sehr stark auf MTV und auf Viva gewesen, und ich habe jetzt dort auch gelernt, was es alles für Klingeltöne gibt. Einfach darum, damit ich nicht den Mut verliere, und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit ich einfach stark bleibe letztendlich und nicht den ganzen Seich, auf Deutsch gesagt, sehe, der über mich dort gesendet worden ist. Ich habe das ein bisschen gefiltert mitbekommen durch die Reaktionen der Mitgefangenen, die natürlich immer RTL und den ganzen Glanz und Gloria und die ganzen Güsselsendungen geschaut haben. Letztendlich habe ich denen auch gesagt, ich will es nicht hören, muss ich nicht wissen, ich weiß, was richtig und was falsch ist. Und wegen dem habe ich, glaube ich, auch das einigermaßen unbeschadet durchgehalten. Sie haben das Buch geschrieben, unter anderem auch wahrscheinlich als Verarbeitung, Recht und Gerechtigkeit, ein Märchen aus der Provinz, und sind in diesem Buch auch durchaus selbstkritisch, reden darüber und schreiben darüber auch über Mehrfachbeziehungen, die Sie gelebt haben. Könnte das allenfalls dazu geführt haben, dass jetzt so eine Frau Dinkel aus Eifersucht oder anderen verletzten Gefühlen heraus die Anklage gemacht hat? Das ist jetzt immer, ich würde jetzt wieder gefragt, das ist immer eine schwierige Frage, wenn Verbrecher, so Opfer gefragt werden, warum hat der Verbrecher das gemacht? Aber die Frage hat sich sicher gestellt, nehme ich an. Nein, das ist nicht, ich glaube, das sind zwei getrennte Sachen. Das ist ein grosser Unterschied von den Medien früher und heute ist, dass sie irgendwie
grosse Mengen von Moralin. Also sie, die Medien sind heute so ein bisschen eine Vorhut von der Scharia in irgendeiner Form, weil so in den 80er und 90er Jahren, ich meine, ich bin nicht stolz darauf, dass ich dort mehr als eine Beziehung gemacht habe. Aber man muss auch daran denken, all der Mist, der rundherum berichtet worden ist, wo inzwischen alles verboten ist, ich habe jetzt irgendwie en gros Hochzeitsanträge und so weiter verteilt, das ist alles frei erfundene Hafenkäse. Sie müssen daran denken, dass die sogenannten Zeuginnen, die die Räubergeschichten erzählt haben, bis zu 50'000 Euro und mehr bekommen haben, von der Bunte zum Beispiel, um den Hafenkäse zu erzählen. Es haben dort Leute sich als meine Beziehung ausgegeben, mit denen ich nie irgendetwas hatte, weil es hat dort einfach Geld dafür gegeben. Man hat dort einfach zu Bild, Bunte, Fokus und so weiter gegangen und hat, ich habe ihn auch gekannt. Und dann hat es sofort 5'000 Stutz gegeben und dann erzählen sie mal. Machen wir schnell einen Punkt an dem Moment von der persönlichen Geschichte und ihrem Erleben, Jörg Kachelmann. Ich würde gerne das erste Medienthema mit Ihnen allen diskutieren. Und zwar, was ist eigentlich die Rolle der Medien in so einem Fall wie jetzt vielleicht beim Jörg Kachelmann? Gibt es auch ohne eine Medienkampagne einen geschädigten Ruf oder trägt allenfalls der betroffene Mensch mit seinem Verhalten teilweise dazu bei, dass es so eine Kampagne gibt? Und bei Jörg Kachelmann war es ja so, dass die deutschen Medien vorwiegend ihn während der ganzen Zeit des Prozesses und der U-Haft vorverurteilt haben. Was ist da für eine Dynamik dahinter, Sascha Viktorowitz als ehemaliger Blick-Chefredakteur? Wie muss man sich so etwas erklären? Ich glaube, also, vorverurteilt wird. Es gibt grundsätzliche Problematik da, die nichts mit dem Herrn Kachelmann zu tun hat. Es gibt eine spezielle, die grundsätzlich ist, dass zwar in unserem Rechtssystem die Unschuldsvermutung gilt, aber bei den Medien gilt eigentlich das Gegenteil. Bei den Medien gilt a priori eine Schuldvermutung und dann muss man seine Unschuld beweisen, was man Rechtssystem nicht spricht. Ich glaube, bei Herrn Kachelmann ist wahrscheinlich noch ein anderer Faktor dazu gekommen. Er ist eigentlich ein ehemaliger Berufskollege, sie hat immer noch Berufskollege und die schaut man dann in solchen Fällen besonders neidisch an. Es gibt einen Haufen, wo wie er Journalisten gsi sind oder Journalisten sind und sie haben es nie so weit gebracht wie er. Und wahrscheinlich hat das noch verschärfend dazu beigetragen, dass man ihn so angepackt hat. Wobei man fairerweise sagen muss, nicht alle Medien sind auf den Zug aufgesprungen. Also ich möchte dann gerade dort ansetzen. Ich meine, es hat übrigens auch in Deutschland hat's Medien gegeben, die sie sehr verteidigt haben, und zwar sehr namhafte Journalisten. Ich erinnere an Gisela Friedrichsen, das ist eine von der renommierteste deutsche Gerichtsreporterin, hat auch für uns geschrieben, für die Weltwoche. Und vielleicht dort noch ein zweiter Punkt. Also die Schweizer Medien haben dort viel zurückhaltender berichtet als in Deutschland. Und ich habe mal für den Stern gearbeitet. Ich kenne das System ein bisschen. Also Deutschland ist dann schon noch gerade ein Zacken härter. Und der Scheckbuchjournalismus, den Sie angesprochen haben, das ist eine Sauerei. Also ja. Das ist... von dem her zum Glück in der Schweiz ist es wirklich verpönt. Aber ich habe es in Deutschland, also ich habe es nie erlebt. Doch, haben Sie es selber angeordnet oder haben Sie Geld? Ja, muss ich sagen. Zahlt es ist, sind jetzt nicht, zum Glück nicht so heikle Fälle gegeben, aber es gibt es auch im Kleinen, wenn man Informationen überkommt, dann gibt es ein Info-Honorar. Und dann gibt es aber, der Jörg Kachelmann hat es das gleiche Unternehmen geschafft wie ich, dann gibt es auch die brisanteren Fälle. Es gibt Fotos, die man überkommt und dann wird dort mehr gezahlt. Aber das Geld ist ja so Ringe. Also das ist, ich habe schon bei Tagesanz, Tamedia, NZZ, Weltwoche, wir zahlen keine der Scheckbuch schon. Wie viel Geld reden wir da, Herr Viktorowitz, wenn Sie es jetzt vorher gesagt haben, bestätigt? Also in meinem Fall, das Höchste, was ich mal gezahlt habe, war 10'000 Franken für ein Foto von der Camilla und von Prinz Charles in Klosters. Und dort habe ich einfach mitgemacht, weil andere Chefredaktoren vom gleichen Haus gesagt haben, wir müssen das Foto haben. Und dann hat man das dritte gekauft. So. Herr Bauer, Sie haben nicht gegen Jörg Kachelmann geschrieben. Sie haben in Sachen Glaubwürdigkeitsurteile, die es gibt, oder Gutachten, die es gibt, haben Sie eine andere Position eingenommen. Warum? Ja, es ist ein Thema, Falschanschuldigung, das mich schon lange interessiert hat. Ich habe schon früher darüber geschrieben. Das ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenphänomen. Es gibt deutsche Studien, die davon ausgehen, dass jede dritte Anschuldigung in Sexualdelikt eine Falschanschuldigung ist. Während das wirkliche Opfer oft keine Anzeige machen.
Ich habe über das Thema geschrieben, es hat kein Schwein interessiert. Was heisst das, es hat niemand interessiert? Ja, wie es abstrakt. Ja, ja, es ist gedruckt worden, aber das ist, man merkt das auch vom Feedback her. Das ist, es ist einfach theoretisch. Man sagt, ja gut, das schreibt er vielleicht. Und jetzt hat man mal so einen Fall, man hat den Jörg Kachelmann, den kennt man. Oder jeder hat den schon bei sich in der Stube auf dem Bildschirm. Und sagen wir, ist jetzt der, es ist eben nicht nur eine versuchte Vergewaltigung. Es wär, das war ein ganz gravierender Vorwurf gewesen. Es ist eine qualifizierte Vergewaltigung, wenn man von Vergewaltigung. Und jetzt hat man mal so einen Fall gehabt, hat man gesagt, hey, was bedeutet das wirklich, wenn jemand angeschuldigt wird? Was heisst das? Ist eigentlich mit dem Fall ist das Thema ist endlich einmal an die Öffentlichkeit gekommen, ist gross diskutiert worden. Und, aber das sehen Sie doch anders, ist wenn er sagt, das ist klar, logischerweise sagen, für Sie endlich ist endlich einmal an die Öffentlichkeit gekommen. Ja. Also die Verantwortung, die er beschreibt, also zuerst einmal nur ganz kurz, ich weiss, dass Frau Friedrichs, also all die Journalisten, die etwas gelernt haben, die sich überhaupt auskennen, Frau Friedrichsen vom Spiegel und Frau Rückert von der Zeit, auch die Weltwoche in dem Fall, die haben sich nicht für mich geäussert, sondern die haben einfach letztendlich die Realität abgebildet. Oder alle anderen, die dort waren, das war dort Schulreise. Ich habe das immer in der Mittagspause durch die dünnen Wände gehört. Die haben keine Ahnung gehabt. Die wissen heute noch nicht den Unterschied von Revision, Berufung und so. Das haben die alle keine Ahnung gehabt. Und ich sehe das auch. Darum ziehe ich das auch durch mit diesen Klar gegen all die Verbrecherinnen und Verbrecher, die das mit mir gemacht haben, inklusive Staatsanwalt. Oder das habe ich mir eben auch nicht vorstellen. Darum bin ich am Verhaftungstag blöd optimistisch gewesen, dass ein deutscher Staatsanwalt, ein Beamter in dem schwarzen Übergewändli steht vor die Kamera an und lügt brandschwarz drin rein und erzählt etwas auf dem Messer, sei Blut vom Opfer und DNA vom Täter. Beides ist brandschwarz gelogen und er hat das Gutachten schon gehabt. Er hat trotzdem brandschwarz in die Kamera reingelogen. Und als ich dann das gemerkt habe, das war dann der Moment, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe und wo ich auch letztendlich bereits in der Kiste die Verantwortung angenommen habe. Wie Sie richtig sagen, ich hatte das Gefühl, ich bin gläubig genug, um zu denken, okay, jetzt hat es mich gebraucht, also habe ich auch eine Verantwortung für die, die sich nicht wehren können. Und darum ziehe ich jetzt auch das so gut wie möglich durch, mich gegen die zu wehren, die das mit mir gemacht haben. Wir können uns nicht zwischen den Details verlieren. Nein, aber es ist ein Punkt, ist zur Sprache und den finde ich wichtig. Man hat jetzt über die Verantwortung auch von den Medien geredet. Der Medien vorgelagert ist eine andere Instanz, die Jörg Kachelmann hat angesprochen, das sind die Justizbehörden. Und da muss ich sagen, dass es hat ganz klar, wenn ich zurückschaue, ich war 20 Jahre Journalist, es hat eine klare Verpolitisierung der Justiz stattgefunden. Und das führt dazu, dass die Justizbehörden die sind, die versuchen, via die Instrumentalisierung der Medien aus dem Kapital zu schlagen. Und da muss man nicht auf Deutschland gehen. Das heisst, man reagiert darauf, wie man in den Medien dargestellt wird. Nein, und sein Urteil oder initiiert sogar. Also, wieso hat man gewusst, dass er verhaftet worden ist? Das muss von jemand herkommen sein. Wenn man bei uns den Fall anschaut, der bekannteste Fall meiner Meinung nach in dieser Beziehung, der Fall vom Herrn Hollenweger, vom Bankier, Oskar Hollenweger, wo einfach eines Morgens aufwacht und schaut die Maschinenpistole von ein paar Polizisten rein, die neben seinem Bett stehen, muss nachher glaube ich, 8 Jahre darum kämpfen, weil die Bundesanwaltschaft ihm Geldwäscherei und alles Mögliche vorgeworfen hat. Und nichts bleibt übrig. Eine Existenz ist kaputt. So. Und da muss man natürlich sagen, dass der damalige Bundesanwalt, der Valentin Roschacher, der hat versucht, aus dem Kapital zu schlagen. Und ähnliche Fälle habe ich selber auch schon erlebt. Bei Klienten von mir, wo man ganz klar muss sagen, da hat es gewisse Staatsanwälte oder sogar auch Richter. Ich habe mal einen Richter in Basel so erlebt, der ganz klar immer auf die Medien geschildert hat, mit dem, was sie gemacht haben. Weil wenn das so ist, Sascha Viktorowitz, dann ist ja die Verantwortung der Medien noch grösser, wenn man weiss, dass man zum Teil instrumentalisiert wird, dass man da faktentreu, sage ich mal, berichtet und vielleicht weniger auf die Emotionen geht. Absolut. Und das ist leider so, wie Jörg Kachelmann sagt, wenn ich schaue, heute, ich sage, wir haben in diesem Land zum Glück wirklich immer noch sehr gute Journalisten, aber es gibt auch andere, die wirklich den Namen Journalist eigentlich nicht verdienen, die sich gar nicht überlegen, wieso kommt jemand mit einer Story zu mir?
Oder macht er das wegen meinen blauen Augen oder sonst? Und das ist selbstverständlich nicht so. Man versucht, etwas zu erreichen. Und in dem Moment muss der Reflex eigentlich sein, okay, ich schaue das an, aber mit der gebotenen Distanz. Und das ist leider nicht in dem Mass der Fall bei vielen. Nochmal, nicht bei allen. Es gibt andere, die das genau machen. Aber bei vielen Jüngeren, ich meine, gerade die Online-Journalisten sagen wir im Berufsjargon Kindersoldaten. Aus dem Grund, weil die einfach hören etwas, zack, schreiben. Und dann schauen wir mal, ob es stimmt. Und wenn es nicht stimmt, dann wehrt man sich schon. Und das so ist, wie Sie sagen, umso schlimmer, weil online wird ja immer grösser. Genau. Von der Bedeutung her. Ich möchte in dem Moment einen Punkt machen mit der Geschichte von Jörg Kachelmann und möchte zu der Geschichte von Hans-Urs Bürber. An Fall Carlos können Sie sich ganz bestimmt noch erinnern. Da gibt es einen gewalttätigen Jugendlichen. Sein Jugendanwalt, der Hans-Uli Gürber, kommt mit einer unkonventionellen Strafmaßnahme. Der Carlos, der wird in eine Vierzimmerwohnung quasi eingemietet mit einem speziellen Boxtraining. Er kommt eine Betreuung über und die Maßnahme, die hat weit über 20.000 Franken gekostet. Und an die Öffentlichkeit kommen, ist es so. Gürber steckte den Jungen auch schon ins Gefängnis und in geschlossene Heime. Ergebnislos. Carlos machte unbeirrt weiter, reihte Delikt an Delikt. Deshalb suchte der Jugendanwalt nach einem neuen Weg. In der Regel haben wir Institutionen, die ein bestimmtes Konzept haben. Und wir suchen die passenden Jugendlichen dazu. Und da war es wie umgekehrt. Wir haben einfach gesehen, es verhebt nichts. Also haben wir jetzt einen Jugendlichen und haben probiert, um den herum ein richtiges Konzept zu machen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Kostensache, oder? Was kostet das? Es kostet natürlich, ja, im Moment ist es vergleichbar mit einer geschlossenen Einrichtung. Das heisst, können Sie eine Zahl sagen, was kostet das im Monat? Das sind so rund 22.000 Franken. Das ist nach Ihrem Dafürhalten gutes investiertes Geld? Ja, inzwischen bin ich sehr davon überzeugt. Wir hatten auch schon Unterbringungen mit dem, die das Doppelte gekostet haben. Und wir sind jetzt laufend eigentlich dran, mit den Kosten oben runterzukommen. Und eigentlich nach sehr kurzer Zeit. Hans-Uli Gürber, Sie haben es selber gesagt, Sie haben den Betrag genannt in dem Reporterfilm vom Schweizer Fernsehen. Haben, bevor er ausgestrahlt worden ist, der Film eine Gelegenheit bekommen, den gegenzuschauen, wie man so schön sagt, oder gegenzulesen. Und es ist Ihnen nicht dabei aufgefallen, dass das ein Fehler könnte sein, dass Sie den Betrag genannt haben. Wie sehen Sie das heute rückwirkend? Ja, ich bin eben nicht der Meinung, dass wir die Kosten dürfen verheimlichen. Das ist eine alte Tendenz im Jugendstrafrecht, dass man sagt, ja, das dürfen wir den Leuten ja nicht sagen. Und ich bin da einer anderen Auffassung. Wir müssen den Leuten immer wieder sagen, unsere Massnahmen kosten, ja, wenn es günstig kommt, 15.000, aber wenn es teuer kommt, dann über 40.000 im Monat. Und das ist ein enormes Geld, das ist mir schon klar. Und wir müssen den Leuten auch zeigen können, es bringt etwas. Und wenn wir diese zwei Sachen gebracht haben, ist das dritte als Detail. Es hat mal ein Tagesjournalist gesagt, wenn ihr 2% wegbringt, dann habt ihr schon gespart. Und ich kann jetzt auch nicht, ich finde jetzt tief. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich wäre jetzt zufrieden gewesen mit 5%. Aber in Zürich zum Beispiel haben wir doch, habe ich eine Statistik gemacht bei allen Massnahmenfällen, fast 50% nach der Entlassung haben 3 Jahre strafrechtlich nichts mehr gemacht. Und dann, wenn das so ist, dann muss man sagen, ist es total gut investiertes Geld. Die Reaktion aufgrund von dem Film von den Medien, die ist natürlich prompt gekommen, der Tenor so in den Medien. Da gibt es einen linken Anwalt mit einer unkonventionellen Massnahme, die exorbitant teuer ist, während das Opfer viel weniger Geld zur Verfügung hat. Und die Frage natürlich auch damit verbunden, nützt das etwas oder nützt das nichts? Wie ist Ihnen das gegangen, als Sie am nächsten Tag, glaube ich, Blickschlagziele gesehen haben, Sozialwahn? Also am nächsten Tag, das war der Montag, habe ich noch gar nichts gesehen. Mhm. Da habe ich nachher erfahren, ob man beim Blick noch beraten, Shitstorm ja oder nein. Mhm. Das wissen Sie jetzt im Nachhinein? Ja, ja. Und am Dienstagmorgen, ich bin immer sehr früh im Büro gsi, das war meine ruhige Zeit vor der Nacht, ich habe da geschäffelt. Irgendwann kam ein Mitarbeiter und legte mir den Blick an. Um 8 Uhr sind die Telefone aufgegangen und von dort ist es losgegangen. Was für Telefone haben Sie bekommen? Ja, also ich konnte nicht alle selber entgegennehmen. Es hat so gewimmelt. Ja, also ich meine, alles. Von Arschloch, ich weiss ich was. Anonym? Ja, die Telefone waren eigentlich alle anonym. Und das ist dann eigentlich so den ganzen Tag gegangen. Meine Mitarbeiter haben Schiss bekommen, es waren wirklich jene Drohungen rum. Und das ist dann so weitergegangen, bis hin dann auch noch das Telefon, das war noch ein bisschen eklig, dann ist es auch noch zu mir heimgekommen. Weil ich auch nie, also ich nie wollen ein Geheimnis machen, ich muss nicht heimlich leben. Wenn einer findet, ich habe ein Zeichen gemacht, dann soll er kommen, mir das sagen, dann streite ich mit ihm, ob das so ist oder nicht, und vielleicht hat er recht. Aber da
mich verstecken, das hat, ist mir nie gelegen. Zumal man auch keine Chance hat. Oder? Was für Gefühle hat das Ihnen ausgelöst? Also am Dienstag, muss ich sagen, bin ich eigentlich einfach überrollt worden. Da hat man noch ein bisschen probiert zu arbeiten und immer wieder ist jemand, du, jetzt ist noch das, jetzt ist noch das. Dann haben wir eben gesehen, ja, unser Eingang ist eigentlich nicht gesichert. Dann haben wir mal noch Gegensprechen gemacht. Und dann den Leuten einmal, also ich meine, ich habe zwischendrin auch noch probiert, noch ein bisschen Witzchen zu machen. Ich habe den Leuten einmal gesagt, ich möchte nicht so schaurig Schiss haben. Ihr habt Gott loben, Chef, der ein bisschen speziell aussieht. Der verwechselt mich nicht mit einem von euch. Und selber eben habe ich auch schon. Ist das Galgenhumor gewesen? Das nein, so das ist eigentlich Realität. Nein, das, habe ich, das ist ja so, oder? Sie haben nicht müssen befürchten, dass wenn jetzt ein anderer unten zur Tür ausgeht und irgendeiner will den abschlagen, dann weiss ich, was machen. Sie hätten den nicht verwechselt. Das ist doch, also habe ich gefunden, das ja, ist doch auch noch beruhigend. Ich muss für mich einfach sagen, aber ich Angst, habe... Sie haben Morddrohungen bekommen, anonyme Telefon, ins Geschäft ja. Und daheim. Wie hat es denn mit Angst ausgesehen? Ja, eben, ich habe in meiner ganzen Karriere schon zwei Situationen gehabt, wo, also natürlich ohne Shitstorm, aber wo Beteiligte an einem Verfahren sehr klar gedroht haben, mich umzubringen. Und dann fängt man sich ja mal ja, Gedanken machen, ja, was heisst das? Und ich meine, irgendwann kommt man zum Ergebnis, ich habe zwei Varianten. Ich kann sagen, tschüss und verreisen, weiss ich wann. Oder ich kann sagen, du, es wird ja wahrscheinlich doch nicht so weit kommen. Ich kann ein bisschen aufmerksam sein, ich kann ein bisschen schauen. Damals habe ich in Horgen geschafft, in die Tiefgarage. Steht da schon einer da oder nicht? Dann könnte ich ja wieder probieren, wieder zu gehen. Aber das haben Sie schon in sich hineingehauen. Ja, das habe ich dann auch in dieser Zeit gemacht. Zuerst also im Büro. Ich meine, das ist ja an der Langstrassquartier. Da schaut man mal zur Tür aus. Also durchs Fenster steht irgendeiner komisch an einem Baum. Dann hat man halt noch mal ein bisschen sich zurückgezogen. Und die haben dasselbe. Oder? Die haben habe ich eigentlich die grösste Strecksekunde gehabt. Das ist rückblickend fast eine lustige Geschichte. Ich bin dann nicht mehr geschafft. Das war an sich auch vernünftig in dieser Zeit. Und bin eines Morgens in meinem Hühner. Ich war am Hühnerfüttern und habe gesagt, ich schaue, ein bisschen, ob Leute komisch rumlaufen oder eben, ob ein Auto langsam kommt. Und dann kommt wirklich ein Auto, ganz langsam, verdunkelte Scheiben. Ich schaue mal ab und denke, ich sehe wirklich ein Gesicht, das rauf schaut. Und dann so, ist mir einfach so durch den Kopf gegangen, ja, leck mich Gott, ist das wirklich real los? Ich habe gefunden, ich gehe mal zum Hühnerkeg aus, habe dann aber noch mal vorgewechselt und gesehen, ja, das Auto haltet jetzt auch noch vor dem Haus. Dann bin ich noch mal kurz abgetaucht und dann wieder gewechselt. Und dann sind zwei Polizisten ausgestiegen, die eigentlich den Auftrag hatten, ein bisschen mehr dort oben zu zirkulieren. Und sie wollten mal das Haus ein bisschen genauer anschauen. Das ist wirklich eigentlich in dieser Zeit für mich also der schlimmste Moment. Ich dachte, ja, jetzt musst du schauen, jetzt musst du nicht den absäckeln hinter die anderen. Und Sie haben, glaube ich, noch eine schöne Solidaritätsbekundung im eigenen Haus erlebt. Ja, also eigentlich in der Umgebung. Das habe ich aber erst viel später erfahren. Also ich wohne an einem Ort, wo unten dran wirklich sehr viele Jugendliche hat, die im Laufe meiner Zeit in Horgen einmal in der Kiste gsi sind, in Heim gsi sind, in Geschlossenheim. Ich habe ja immer probiert, mit Jugendlichen dennoch ein gutes Verhältnis zu haben, indem ich ihnen klar gesagt habe, warum das dort sind. Dass sie es eigentlich meistens auch ein bisschen begriffen haben. Und habe dann hinterher von meinem Sohn erfahren, der quasi gesagt, ich habe das sehr lustig gesagt, wenn einer blöd rumläuft, oben anficken, wenn er nicht geht, schauen, dass er geht und sonst uns rufen. Also hat er so eine Art wie eine Kontrolle gegeben. Das habe ich natürlich auch sehr herzlich gefunden. Wie lange ist die Zeit gegangen, wo die Angst ein Teil von ihrer Realität war? Ja, also die ganze Straubezeit ist zweieinhalb Wochen. Und wahrscheinlich nachher für mich und auch für meine Frau, es ist uns beiden genau gleich gegangen. Wir haben ja in dieser Zeit auch eine Polizei gehabt, weil wir auch probiert, so Drohungen, die anonym angerufen haben, zu verwischen. Aber was ich nicht denke, und das hat dann eigentlich schlagartig fertig gewesen. Irgendwann hat man beim Blick und auch sonst gefunden, okay, die Sache ist gegessen, ausgereizt, interessiert nicht mehr, Ende. Und dann ist man in ein grausames Loch gefallen. Es ist mir eigentlich nie so schlecht gegangen in dieser ganzen. Das versteht man jetzt gar nicht. Wie muss man sich das erklären? Ja, man ist natürlich voran einfach in einer Spannung. Oder? Man läuft irgendwo rum und ich bin mich das nicht gewöhnt gewesen. Man sieht plötzlich, oh, das ist doch, oh, das ist doch. Ich habe eine ZSC gemacht, schon ein Lutschungserlebnis in der Pause. Muss ich immer eins rauchen. Sind da zwei in der Nähe gestanden und sagen plötzlich, hey, du, das ist doch der mit dem Carlos. Oder? Und eben, ich habe eigentlich schon immer die Strategie gehabt, bin auf die Leute zugegangen. Auch die mir Brief geschrieben haben, habe ich beantwortet oder mich getroffen mit. Bin zu denen an und habe mit ihnen das verhandelt, oder? Warum und wieso. Ich fand, ja, das war eine gute Sache. Und also, es ist so gut gegangen. Aber wo das aufgehört hat,
Also der Druck von außen, wo man gemerkt hat, das ist jetzt nicht mehr in den Medien, es ist jetzt weg, ist noch in ein Loch gegangen. Spannung hat und Spannungslösung. Sind Sie sich bewusst gewesen, als Sie den Fall Carlos übernommen haben, mit dieser unkonventionellen Strafmaßnahme, dass das ein Risiko ist? Ja, das... Wenn es um Ihren Ruf geht. Ja, das habe ich gewusst. Man muss ja sehen, also, als ich übernommen habe, nicht, das war ja, ja 7 Jahre voran. Aber als ich mich entschieden habe, das zu machen. Was eigentlich ja eigentlich enttäuschend ist, dass eigentlich nie klar gesagt worden ist, ich habe etwas müssen machen und es hat nicht mehr geschlossen sein. Ich habe vom Gericht klar die Auflage gehabt, du musst ihn jetzt aus dem Gefängnis rauslassen. Und ich habe gewusst, es gibt kein Heim, das ihn nimmt. Also haben wir müssen irgendetwas machen, haben uns da alle Mühe gegeben. Ich habe natürlich darum auch wirklich, muss ich gestehen, nicht primär auf die Kosten geschaut. Mir ist nur darum gegangen, es darf nichts passieren. Also hat man quasi mit Personen Mauern und Gitter ersetzt. Aber ich habe meinen Leuten schon gesagt, wenn der jetzt in Basel noch mal etwas macht, dann muss ich mich vorzeitig pensionieren lassen. Wenn wir bei dem Stichwort sind, ich kann also den Job nicht verloren durch das. Ich habe ganz meinen normalen Pensionierungstermin eingehalten. Also, das ist sowieso vor. Reden wir über ein weiteres Medienthema. Frage in die ganze Runde. Wie berichten die Medien eben in so einem Fall, den wir jetzt von Hans-Uli Gürber eindrücklich geschildert bekommen haben? Was ist die Überlegung? Geht man auf die Person? Macht man eine Personenkampagne? Oder versucht man, die Leser, Zuhörer, Zuschauer möglichst wie allen Fakten halt eben zu informieren? Und bei Ihnen, Alex Bauer, war es so, Sie haben zuerst gegen den Hans-Uli Gürber geschrieben. Dann haben Sie quasi die Fronten gewechselt und haben sich um den Fall Carlos gekümmert. Warum der Wechsel? Ja, also ich muss vielleicht insofern ein bisschen korrigieren. Ich habe mich ein bisschen mokiert über ihn am Anfang. Aber es ist nicht irgendwie jetzt also gegenüber. Aber sie, ja, wie ich einfach, es hat Punkte gegeben, wo man hat können einhängen. Und ich habe übrigens den Film, habe ich ja gelobt. Ich finde den heute noch super. Und ich finde es ja super, dass man das Thema aufgebracht hat, dass man den Film gemacht hat. Ich finde es super, dass Hans-Uli Gürber angestanden ist. Warum? Wir sind in einer Zeit, in der alles virtuell, alles theoretisch, alles, auch Beziehungen, findet ja irgendwie über das Internet statt und es ist nicht mehr real. Und da kommt da mal einer und der ist real und der sagt, ja, so ist es. Und wir verdecken nichts verdecken und es ist nicht irgendwie gestrahlt und durch einen PR-Berater alles geordnet, sondern es ist mal das reale Leben. Und da gibt es das erste Mal eine Explosion. Oder? Und das, was ich vor allem kritisiert habe, als ich Kinder fragte, habe gesagt, muss man jetzt den ausgerechnet zum Kampfboxer ausbilden, wäre es nicht irgendwie vielleicht Schwinger wenigstens, oder? Aber und wo ich dann sehe, ja, nein, das kippt ja völlig. Also das gibt, was kippt? Es gibt wirklich eine Treibjagd gegen den Gürber. Ich dachte, nein, das geht nicht. Und jetzt müssen wir mal die andere Seite anschauen, oder? Sondern ich finde, es ist wieder gleich. Und zwar die Seite, warum haben die das überhaupt gemacht? Was spricht jetzt dafür? Ich habe dann mal das Interview, es ist mir gelungen, ich habe mit dem Herrn Gürber dann lang geredet, ich habe mit dem das Interview... Hat er müssen pickeln bei Ihnen, Herr Gürber, dass Sie ja gesagt haben zum Interview? Nein. Nicht? Ja, ich habe eine komische Eigenschaft. Die Leute erzählen mir immer Sachen, die man Journalist eigentlich nicht erzählen dürfte. Ja. Aber. Herr Viktorowitz? Ja. Also ich glaube, es hat einen Punkt gegeben. Und auf den hat, wenn ich mich richtig erinnere, der Alex Bauer, aber nicht nur er, auch das Magazin nicht Wert gelegt. Und das war für mich dann der wirklich unappetitliche. Die Attacken auf den Herrn Gürber, die hätten sich insofern selber zugeschrieben, als er gesagt hat, ich mache den Film. Oder? Und es ist eben nicht ein Film über den Massnahmenvollzug bei Jugendlichen, sondern es ist ein Film über ein Porträt. Und wenn man ein Porträt macht, dann muss man damit leben, dass man auch als Person drankommt. Für mich war es unappetitlich, wie ihn sein direkter Vorgesetzter und der zuständige Regierungsrat, ja, Martin Graf, nachher im Regen stehen gelassen haben. Und auf das hat dann auch die Weltwochen, aber eben das Magazin hingewiesen, zum Glück. Weil das finde ich zu Deutsch nur noch grusig. Das macht man einfach nicht. Man macht es nicht, egal ob man gewusst hat von dem oder nicht gewusst hat von dem. So wie es aussieht, hat ja sein Vorgesetzter das sowieso gewusst. Aber man macht es einfach nicht. Man tut einfach nicht, um seinen eigenen Kopf zu retten und aus der Schlinge zu ziehen, seinen Mitarbeiter den Medien opfern. Und das war dann für mich der wirkliche Skandal gewesen. Zum Film selber. Da teile ich am Alex Bauer seine Meinung nicht ganz. Ich finde,
Es ist ganz wichtig, dass man eben, das hat auch Herr Gürber gesagt, einmal die Leute aufmerksam macht, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und wie kann man so Jugendlichen helfen. Und wenn man gesagt hat, wir machen einen Doc-Film über das, dennoch, glaube ich, wäre es einem wahrscheinlich gelungen, auch die Problematik von dem Geld darzustellen. Aber es ist, weil es eben ein Portrait war, in dem, ich weiß nicht, jetzt, ob die Szene 7 oder 10 Minuten Dauer hat, ist einfach eine Szene gewesen. Es hätte eine andere Szene. Mit einem Nachfolgedoc ist das übrigens dann gezeigt worden. Genau. Aber das ist, glaube ich, finde den Film super gemacht von einem Bernie, der gemacht hat. Dem kann man keinen Vorwurf machen. Aber in dem Thema, das Alex Bauer angesprochen hat, nämlich mal das aufsagen, wird nicht gerecht, weil er eben einen Film über Herrn Gürber und nicht einen Film über den Umgang mit Jugendlichen im Massnahmenvollzug war. Sandra Gasser, haben Sie das mitbekommen, die ganze Geschichte, Carlos-Geschichte, haben Sie die verfolgt? Ja, also es ist mir nicht dran vorbeigekommen. Sie haben alle, glaube ich, mitbekommen. Und ich war effektiv auch sehr, wie soll ich sagen, überrascht gewesen. Über den Film. Ich schaue jeden Tag. Es hat mich sehr spannend gedacht, grundsätzlich. Aber das viele Geld. Also ich war auch ein bisschen schockiert. Und erst im Nachgang, wo man den Fall hat, auch differenzierter nachlesen konnte, habe ich den auch ein bisschen langsam angefangen zu verstehen. Aber im ersten Moment habe ich auch gedacht, das ist ja wahnsinnig. Ja, aber darf ich noch kurz. Als ich die Zahl das erste Mal gehört habe, dachte ich, 22.000 Franken. Ja, man hat dann gerade zumal von 29 gesagt, jetzt sind sie durchgeknallt. Oder? Und das, wir haben das daheim diskutiert und gesagt, hey, die spinnen. Oder? Und dann ist etwas Lustiges passiert. Erstens sind dann Berichte gekommen, die mal gesagt haben, wie ist das mit dem Vollzug, wenn man jetzt in einer Haftanstalt ist oder in einer Psyche. Und dann habe ich mich etwas erinnert. Ich bin während dem Studium, wenn ich 3 Jahre lang in einem Kinder- und Beobachtungsheim vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst vom Kanton Zürich geschafft. Zuerst als Erzieher, dann als Lehrer. Und wenn mir dort bei diesen Kindern oder Jugendlichen eine Anamnese durchgeführt hat, dann ist der Chefarzt vom Kinderpsychiatrischen Dienst gekommen. Schicht aufgerollt haben? Genau. Dann ist dort die leitende Oberärztin von der Brüschalt am Tisch gewesen. Es war der Psychiater oder die Psychiaterin gewesen. Es war die Sozialarbeiterin gewesen. Es war eben der Lehrer gewesen. Und es war der Erzieher gewesen. Und die zusammen haben versucht, auch eine Bestandesaufnahme zu machen und dann auch Therapiemöglichkeiten zu diskutieren. Da sind auch 8 Leute am Tisch gesessen. Wir haben das einfach nie zusammengerechnet, was das kosten würde. Also, ich habe das dort nicht gemacht. Ich habe nur überlegt, wow, wenn man das zurückrechnet, es war vor 40 Jahren, 8 Leute, die sich um einen Jugendlichen dort kümmern, das waren nicht andere Kosten gewesen, wahrscheinlich. Aber das realisiert man nicht. Und es ist wegen dem in so einem Film nicht zu vermitteln. Oder? Das sagt ein Bützer, der nicht 4'000 Franken verdient, sind die nicht mehr ganz dicht. Oder? Der wohnt in einer 4,5-Zimmer-Wohnung und so. Und ich muss schauen, dass ich meine 4-köpfige Familie durchbringe. Das kann man nicht erzählen. Aber ich finde, es muss auch nicht jeder Bericht ausgewogen sein. Auch wenn es mal am Anfang klopft und man sagt, die spinnen die alle. Aber dann fällt die Diskussion an. Für mich ist aber der entscheidende von einer Punkt. Person, möglicherweise. Ja, und Thomas Carlos, der ist ja leid rausgekommen für ihn. Aber das Problem ist dort gewesen, dass die Nerven verloren haben. Dass der Herr Graf, das ist ein Ding. Und der ist einfach, ich muss sagen, die Wiederwahl vom Herrn Graf ist kein Haftgrund in der Schweiz. Und der Herr Riesen, das ist der Oberjugendanwalt, die haben den einfach weggesperrt und haben gemeint, mit dem können sie das Thema unter den Deckel drücken. Oder? Und dann haben sie einen PR-Berater eingeschaltet, haben das alles glätten. Und dort ist dann erst richtig losgegangen. Und ich meine, die Verhaftung von dem Carlos, das war eine Katastrophe. Und ich glaube auch, wenn Hans-Ueli Gürber angestanden wäre, ich kann mich gut reden, und den Leuten das erklärt hätte, am Anfang sagt man, ja, die spinnen die alle. Aber wenn man dann mal genauer schaut, dann sagt man, ja gut, die haben ja auch ihre Gründe gehabt. Das ist ja nicht einfach ein Double, der hat auch irgendwie etwas überlegt. Aber ich glaube, im Nachhinein würdet ihr den Film auch anders machen. Ja, das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die man so nicht hatte. Das ist ein Fehler. Und die Kritik, die Sie da geäußert haben, das ist völlig richtig. Aber darf ich noch etwas sagen? Oder jetzt haben wir für mich die Medien einfach viel zu viel ausblendet. Was ich gerade als Jurist, auch mit richterlicher Funktion, einfach wirklich eine absolute Schweinerei finde, ist, dass eine Zeitung am Montag lang überlegt, schiessen wir voll los. Ja, nicht mit irgendjemandem reden, ja, keine Rückfrage stellen. Und dann ist eben, es gibt ein schönes Drehbuch. Erster Tag volle Pulle.
Zweiter Tag volle Pulle. Dritter Tag ist fast ein also ich habe das selbst als SMS weinerlich empfunden. SMS kam von Herrn Kunz, ja, also ich würde wahnsinnig gerne mal mit Ihnen reden. Und ein sogenanntes integrales Interview. Ich habe gewusst, 10 Fragen, er darf nichts ändern. Und ich habe gewusst, wenn ich das mache, dann habe ich wieder 2 Seiten im Blick. Also, das ist dann für mich einfach mit Journalismus nichts mehr zu tun. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ja. Lass mich doch schnell mal Alex Bauer zu. Ja. Er hat nämlich im Fall Carlos hat er sich darum bemüht, die Fakten allen Lesern klar zu machen. Jetzt im Fall Monika Stocker von vom Sozialamt, Vorsteher vom Zürcher Sozialamt, wo es um Missbrauch gegangen ist, es ist um die Sozialbetrüger gegangen, haben Sie sich entschieden, gegen Monika Stocker eine Kampagne zu fahren? Ja, eben. Warum? Also ich was sind da für Überlegungen? Ja. Weil, also dort war es einfach auch so, gewesen, das ist ein Thema, das so verhockt war. Und die haben sich einfach geweigert, auf die Diskussion einzusteigen. Also zuerst hat man es einfach ignoriert und hat man gesagt, der Bauer erzählt uns echt. Dann gesagt, gut, okay. Dann... Was heisst das, sie haben sich geweigert? Sie haben also Frau Stocker, und ja, selbstverständlich. Man hat einfach gesagt, mit dem Bauer reden wir nicht mit denen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mag ich einfach, ich tue so lange einfach die Nerven, bis dass sich die dieser Debatte stellen. Und das hat dann auch funktioniert. Und ich bin einfach. Ich glaube, also, das wirklich. Die Debatte ist dann auch wirklich gekommen. Und die ist einfach wahnsinnig harzig angelaufen, wie es um ein Tabuthema gegangen ist. Und meine Artikel sind sicher auch einseitig gewesen. Also, ich selber hätte ich auch gewusst, was man auch noch dagegen sagen könnte. Sie haben sie unfair behandelt. Das ich habe sicher einseitig geschrieben. Wie wenn man eine Debatte anstossen will, dann kannst du nicht immer einerseits, andererseits, diesseits und jenseits. Da kommt am Schluss niemand mehr raus. Du musst dich auf etwas konzentrieren. Und das gebe ich ganz offen zu. Man hätte auch eine Gegenposition einnehmen. Und für mich ist das absolut der entscheidende Punkt. Und das ist unsere Aufgabe als Medien. Wir müssen nicht die ultimativen Wahrheiten verbreiten, sondern wir müssen Debatten führen. Die müssen wir ehrlich führen. Und, das ist doch nicht ehrlich, wenn man eine Debatte führt, wo man weiss, dass es Argumente dagegen gibt und man bringt die nicht. Das nein, du, überhaupt nicht ehrlich. Argumente dagegen? Nein, sicher. Ich meine, du hast einfach... Wenn du einen Aspekt einbringst, also ich sage, wie locker das die, ich gebe ein Beispiel, wie locker das Geld fließt in der Stadt Zürich. Und dann hätte natürlich das Gegenargument wäre, okay, wir haben auch schon Platzspitzzustände gehabt und das hat Monika Stocker, das wäre jetzt das Gegenargument gewesen, oder? Und das hat ja Monika Stocker ganz gut gemacht. Gut, von dem habe ich jetzt nicht geschrieben. Wie jetzt reden wir von dem, was nicht gut läuft, oder? Das meine ich mit dem. Und ich glaube, für mich ist wirklich der entscheidende Punkt, dass es auch immer eine Gegenmeinung gibt. Und das ist übrigens für mich auch ein entscheidender Punkt, ein entscheidender Aspekt gewesen, warum dass ich dort in dem Fall Carlos und Gürber gefunden habe. Nein, jetzt muss man wirklich mal aber die andere Seite Stocker bringen. Sie eine andere Taktik gewählt. Ja. Sie sind auf die Frau, sie sind gegen Person. Ja. Am Schluss hat sie dann quasi wobei allerdings nie, also gegen Person, aber ihrem Amt. Nicht irgendwie mit privaten Geschichten. Aber es hat er so zugesetzt, unter anderem, nicht nur sie, sondern andere, dass sie sich entschieden hat, aus dem Amt zu gehen. Ja, also gesundheitliche Probleme auch noch gehabt. Ja, vielleicht ist mir, wegen dem. Ja. Das könnte man ja da auch. Da war dann auch nicht mehr so wohl. Da war sie auch nicht mehr so wohl. Herr Kachelmann, Sie kennen das, Sie waren früher Ringe-Journalist. Kennen Sie das, eine Kampagne fahren gegen eine Person? Was für Überlegungen hat man sich da damals gemacht? Also, ich war in den 80er Jahren da, das ist doch schon eine Weile her. Und dort haben andere Regeln gegolten. Also selbst der Peter Übersachs, der ja nicht Speerspitze war, von irgendwie, wir machen keine Kampagne, hat immer, glaube ich, die Maxime hat immer geheißen, check and recheck, hat er immer gesagt. Aber man muss immer kontrollieren, ob es stimmt und nochmal. Oder ich finde die Debatte, die wir jetzt haben, fast schon ein bisschen eine Luxusdebatte. Weil mir wäre es mal darum gegangen, dass das, was geschrieben worden wäre, wenigstens wahr gewesen wäre. Also ich halte ja schon, inzwischen würde ich Kampagnen aushalten, wenn es nur wahr ist, was geschrieben wird. Aber bei mir war 80% brandschwarz gelogen. Und das ist für mich das Anstrengende. Und ich habe in den 80er Jahren, als ich Journalismus gelernt habe, unter anderem auch bei Ringe oder beim Schweizer Fernsehen, auch da meine 2 Jahre Ausbildung, da hat es das noch nicht gegeben. Und wir haben das Mühsame, was er jetzt
einerseits. Andererseits, wir haben wochenlang an einer Geschichte herumgedoktert und sind am Ende stolz darauf gewesen, wenn man nicht gesehen hat, was der Journalist meint. Das war dort die Maxime. Also wir haben es gut gefunden, wenn man nicht weiss, wenn Leser, du entscheidest, der eine sagt das, der andere sagt das und du merkst nicht, was ich schreibe. So bin ich aufgewachsen und heute ist es ganz anders geworden. Ich glaube, es gibt zwei Elemente. Dass eben die jungen Online-Journalisten, zum Teil sind es einfach auch wirklich, muss es so platt sagen, wenn man liest, was für ein Deutsch die auch schreiben. Jetzt vor ein paar Tagen hat wieder einer diffamiert wollen schreiben und hat mal deformiert geschrieben bei blick.ch. Die sind auch zum Teil einfach strunzdumm. Früher sind von vornherein hat man davon ausgehen können, dass gescheite Leute im Journalismus sind. Das gilt heute nicht mehr. Das ist schwer. Wenn man dumm ist, kann man nicht gute Arbeit machen. Und im Journalismus hat das besonders schlimme Konsequenzen zum anderen. Ich habe das vorhin schon kurz angetönt. Was eben auch für mich neu ist, dass der Journalismus so versucht, den maximalen Mainstream irgendwie anüberzukommen. Also sich über alles kolossal aufregen, was noch in den 80er Jahren einigermaßen okay gewesen wäre. Auch das, was Sie erlebt haben, was wir sonst gehört. Also, wo der Christoph Blocher eigentlich noch dagegen ein Linker und ein Netter ist, die Bereitschaft, sich kolossal aufzuregen über etwas, wo moralisch eventuell in irgendeiner Form bedenklich ist. Wie gesagt, ich bin nicht stolz auf meine nicht mehr als eine Beziehung. Das ist nicht gut und hat Leute weh gemacht. Das ist das eine. Aber ob jetzt die Medien die richtigen sind, und wenn ich an ein paar Leute denke, die in den Medien auch arbeiten und an ihr eigenes Leben, ob jetzt wirklich ausgerechnet der Medienkuchen der richtige Ort ist, um ein päpstliches Leben nach der katholischen Kirche zu propagieren, da bin ich unsicher. Also Sie sagen es quasi die Maxime, ja. Die oberste Maxime, es muss um die Ware gehen. Die ist am Wegbröckeln. Aber die ist nicht, excuse, wenn ich da muss eingreifen. Also 87 war meine Story und das ist in den 80er Jahren und dort hatte ich nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass die Wahrheit, die Findung bei allen Journalisten so im Zentrum gestanden ist. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es früher viel besser war als heute. Ja, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich würde wirklich einen Haufen unterschreiben, was Jörg Kachmann sagt, aber es fehlt eben ein Punkt und dort bin ich nicht seiner Meinung. Ich glaube eben nicht, dass es lange nicht, wenn man, ich finde es notwendig, aber es lange nicht, wenn man recherchiert und man kommt zum Schluss, das ist die eine Seite und dann gibt es noch die Fakten. Das ist für mich die Voraussetzung. Aber wenn man jetzt schreibt, das sagt der Herr A und das wieder die Frau B, dann lässt man am Schluss den Konsument oder die Medienkonsumentin alleine. Und was ich erwarte, ist eben, dass man die Fakten so weit kennt, dass man in der Lage ist, zu urteilen, ob jetzt der Herr A oder Frau B die Wahrheit sagt. Also das unterschreibe ich auch wieder. Ja. Das ist 90% der Geschichte, die Sie sagen. Und die unteren 10% ist noch einer Seite. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren einen Fall gehabt, dort ist es um den Vorwurf von Insider-Delikt gegangen, also um einen Verstoß gegen das Börsengesetz. Und da habe ich mit einem Journalist geredet über das. Der Chef von einer Wirtschaftsredaktion von der Nationalen Zeitung. Und der sagt mir dann, ja, du behauptest jetzt das und der andere behauptet das. Ich weiss ja nicht, was stimmt. Dann habe ich gesagt, ja, dann schreibst du doch einfach nicht, bis du es weisst. Ja, das können wir nicht machen. So, oder? Und das ist das Problem. Und wenn wir, das ist deshalb meiner Meinung nach auch das Problem. Weil wir leben heute in einem Zeitalter, wo jeder und jede sich auf 10'000 andere Arten informieren kann. Es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt jene Webseiten. Und wenn wir als Medium die eigenen Leserinnen oder Leser oder auch Zuschauer alleine lassen, so, dann gehen sie einfach auf Facebook, dann langt das. Weil, what's the difference? Dann erfahre ich eher von meinen Freunden oder Freundinnen auf Facebook, was sie sagen. Ich glaube denen mehr. Schauen wir uns mal an, was Sandra Gasser sagt, wie sie es erlebt hat, in ihrem Fall, in ihrer Geschichte. Sandra Gasser ist 1987 ein Leichtathletikstar gewesen, gewinnt an der Weltmeisterschaft zu Rom, die Bronzemedaille, und ist darum auch ein Schwerpunktthema gewesen in einem Sportpanorama beim Benny Thurnherr. Das nächste Ziel ist sicher die Weltmeisterschaft in Rom. Dort wird über 1500 gehen. Und wenn ich dort bin, werde ich auch im Finale sein. Eine Medaille? Ja. Also, so etwas darf man nicht zum Voraus hoffen. Ich werde einfach mal hergehen und schauen, wer dort ist. Und mich nicht auf etwas so verkrampfen.
Und spätestens seit heute fragt sich auch international niemand mehr, Sandra Gasser, wer ist das? Seit heute wissen es alle, was wir schon immer wussten. Sandra Gasser ist ein absolutes Supergirl. Tonight. 20 Tage später, nach dem Gewinn von dieser Bronzemedaille, kommt durch eine Indiskretion aus, Sandra Gasser sei im Dopinglabor positiv getestet worden. Und es wird dann aus dem Verdacht, harte Realität, Titel aberkannt, zweijährige Wettkampfsperre. Wenn Sie uns den Moment beschreiben, wo Sie gemerkt haben, ups, jetzt geht es mir an den Ruf als Spitzenlichtathletin, jetzt bin ich in einem Strudel. Also an Ruf in dem Sinn denkt man nicht, sondern an seine Ehre. Und ganz am Anfang war es für mich irgendwie klar, das ist irgendeine Verwechslung. Also ich habe am Anfang überhaupt nicht realisiert, was jetzt wird auf mich zukommen wird. Die ganze Tragweite war kein Moment am Anfang klar. Und das hat Tage gebraucht. Ich kann es nicht mehr sagen, es sind 28 Jahre her. Ich habe es nicht mehr, zum Glück nicht mehr so präsent. Also man tut sehr viel verarbeiten, vergessen auch. Da bin ich auch dankbar. Und diese Sachen bleiben natürlich ganz klar zurück. Und was mir dann klar war, jetzt fängt dann ein Kampf an, ist mir eigentlich schon wieder gut gegangen. Aber bleiben wir noch schnell. Ganz am Anfang, Was ist passiert? Wie ist es Ihnen innerlich gegangen zum Morgen? Also nachdem, dass sie mir können sagen mit Sicherheit, dass es um meine Probe geht, ich bin tagelang daheim am Rennen gsi. Also ich habe gerannt und nochmal gerannt. Also ich habe eigentlich nicht mehr existiert. Also es ist für mich, der Boden ist unter dem Boden, die Füße sind weggezogen worden, oder der Boden unter den Füßen, wenn ich es gaxen könnte. Das heisst, Sie sind nicht mehr aus dem Haus raus? Ich bin noch zum Säckeln aus dem Haus raus. Das ist das Einzige, was ich noch gemacht habe. Also es hat mir auch in dieser Phase hat mir das am meisten gebracht. Also ich bin raus, bin gesäckelt wie wild, also schnell Energien rausgelassen, habe auch geschrauen, also richtig so Dampf abgelassen. Und mich sehr bemitleidet. Also gerade die ersten Tage aus dem Grund auch so die Grennerei. Und irgendwann musste ich sagen, so, jetzt ist einfach fertig. Und das wollte ich nicht und das lasse ich nicht zu. Weil für mich war ja von Anfang an klar, dass die Probe nicht positiv sein kann. Ich wusste, ich habe kein Doping genommen. Von dem Moment an, wo ich gesagt habe... Aber so einfach kann man sich das wie nicht vorstellen. Sie legen einfach im Hirn einen Schalter um und sagen, so, jetzt bin ich ja, also das ist nach x Tagen. Oder ich kann nicht sagen, ob das nach einer Woche war oder nach zwei Wochen oder nach fünf Tagen. Der Zeitpunkt, der zeitliche Ablauf, weiss ich nicht mehr. Aber ich weiss, dass man sich am Anfang natürlich sich als Opfer fühlt. Und irgendwann habe ich gewusst, ich bin kein Opfer. Ich lasse das nicht zu. Woher ist die Gewissheit gekommen? Ja, ich meine, ich weiß, was ich gemacht habe. Also ich wusste, ich habe kein Doping genommen, also ist da eine verdammte Sauerei im Gang. Ich habe einfach dann noch nicht gewusst, was ist die Sauerei? Hat mir jemand gelinkt? Also hat mir jemand etwas in meinen Urin gekippt oder in mein Getränk? Ist es durch meinen Körper? Gegnerinnen? Keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Wer ist aber für mich in dieser Zeit? Ja, natürlich die Familie. Mein damalig, also immer noch, mein Mann, der dann noch mit Trainer, nein, dann war er noch nicht mit Trainer, aber einfach mein nächstes Umfeld ist logisch von Anfang an zu mir gestanden, ist sicher wichtig gewesen, aber man ist sehr allein. Also da kann man noch so viele liebe Menschen um einen herum haben, man ist in diesen Momenten schon sehr, sehr allein. Wie haben Sie die Medienberichterstattung erlebt? Ja. In diesen ersten Tagen? Sie haben vorher gesagt, es sei nicht viel anders gewesen bei Ihnen, wenn das wir jetzt. Nein, also es hat eigentlich jetzt rückblicken oder in dem Moment ist jede Negativschlagzeile ein Schmerz oder ein Stich ins Herz. Das ist klar. Gerade als Athlet ist man sowieso so auf Anerkennung aus, also eine Titelseite oder jetzt nicht unbedingt, was haben Sie gesagt, was für ein Girl das ich bin. Nicht unbedingt, Supergirl. Supergirl. Nicht unbedingt in dieser Art, aber doch sagen, dass ich toll bin und dass ich super gesäckelt bin. Das ist, auf das war man ja aus.
Also hat man natürlich eine Negativschlagzeile auch entsprechend schlimm empfunden und hat es nicht realistisch gesehen, das ist jetzt ein Journalist, der irgendetwas schreibt, sondern das ist ihm sehr, sehr, sehr nach und eben an seine Ehre gegangen. Also mir ist sehr um eine Ehrverletzung gegangen. Und darum habe ich auch gewusst, ich muss das wieder ins richtige Licht setzen. Ich muss alles dafür tun. Hat sie das geschafft? Jein, jein. Also ich was haben Sie dafür gemacht, dass es wieder so kommt? Weil so massiv angegriffen worden von den Schweizer Medien sind Sie gar nicht. Ich glaube, es sind ja, relativ, es hat relativ neutral gewesen. Es hat es ist unter gar kein Ding gegangen. Also auch reingelegt. Darum sage wie ich, reingelegt. Was ist passiert? Also ich hatte natürlich dann am Anfang das Bedürfnis, der ganzen Welt zu verkünden, dass ich unschuldig bin. Und das sind so die Fetzen, die noch bleiben. Ich habe zum Beispiel gewünscht, oder ich wäre gerne an jede Tür Leute und sagen, schaut mir in die Augen. Rede ich die Wahrheit oder rede ich nicht die Wahrheit? Also ich sehr, darum, das mit der Wahrheit kann ich sehr gut nachempfinden. Man will die Wahrheit. Und das ist am Anfang eigentlich das Wichtigste gewesen. Und darum möglichst viele Auftritte. Ich habe jeden Auftritt, jedes Interview war für mich willkommen gewesen, weil dann kann ich ja etwas sagen und die Leute können mich anschauen, können sich ein Bild machen von mir und können sehen, das kann doch der Mensch gar nicht. Und darum habe ich jeden Bericht gemacht und die Schweizer Illustrierten haben mich eingeladen, sie wollen den Bericht bringen und in der Fragestellung war das alles noch nicht klar gewesen, wie das wird rauskommen. Und dann wird auch, dass ich auf dem Titelblatt komme, total vergrennt, total schlecht, Weg, logischerweise. Von dem war auch nicht die Rede. Also es waren viele so Sachen, die ich sehr als unfair empfunden habe. Und auch der Bericht war sehr gegen mich geschrieben. Und nicht neutral und nicht im Sinn von, wir wollen die Wahrheit suchen. Und auch gewisse Journalisten, andere von einer anderen Zeitung, das habe ich dann mitbekommen. Die sind verschiedenste Interviews machen, haben aber nur die Sachen herausgepickt, die ihnen gefallen haben. All die Leute, die gesagt haben, nein, die Frau ist integer und es kann nicht sein, dass die das gemacht hat. Von diesen Interviews oder diesen Berichten hat man nichts gesagt. Einfach all die, die gesagt haben, ja, das traue ich denen zu und aus dem und dem und dem Grund. Also es ist sehr einseitig, aber nicht von vielen, zum Glück nur von zwei. Die Mehrheit war effektiv so. Die haben mich eigentlich unterstützt und die haben mir geglaubt. Das ist ja schlussendlich eine Glaubensfrage geblieben. Ich könnte wieder die Runde aufmachen. Und wie das Thema diskutieren, was die Medien betrifft, oder? Das viel zitierte öffentliche Interesse. Im Namen von dem öffentlichen Interesse wird ganz ein Haufen gesagt und geschrieben. Die Frage ist einfach, wie weit kann man da gehen? Ich meine, Sie haben jetzt vorher eindrücklich erzählt, 2 Wochen oder 13 Tage oder wie viele Tage, dass es gewesen sind, grennen, innerlich wie tot, zählen, irgendwie zerstört am Boden, obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben. Sie haben das gewusst, dass sie nicht schuldig sind. Das ist ein wichtiges Thema. Darf man einen Mensch, vielleicht einen öffentlichen Mensch, in dieser Art demontieren, Herr Viktorowitz, wenn man in den Medien schafft? Nein, demontieren nicht, aber man muss darüber berichten. Wenn jetzt halt so ein Vorwurf da ist, wenn es so Untersuchungen gibt, wenn es so ein positives Resultat gibt, dann kann man nicht darüber berichten. Ich erinnere mich, das war dann etwa 20 Jahre später, wo es an der Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Portugal um die Frage gegangen ist, hat der Alex Frey gespuckt oder nicht gespuckt. Und dann hat etwa 3 Tage nach dem Spiel, bei dem er den englischen Captain angespuckt hat, eine Kamera vom Schweizer Fernsehen, wo er noch mal durchgegangen ist, aus einer Kameraeinstellung, die man nicht kontrolliert hat, gesehen, ich habe den Beweis, dass er gespuckt hat. Und dann hat das Fernsehen selbstverständlich den Beweis auch ausgestrahlt. Und alles andere, wenn man das macht, dann muss man sofort aufhören. Dann ist man einfach nicht mehr ein ernstzunehmendes Medium. Aber es ist massiv kritisiert worden, natürlich dann vom Fußballverband und von den Fans für das. Ich glaube, es ist die Frage, wie berichten wir am Schluss darüber? Und das ist das Entscheidende. Sie lachen, Jörg Kachel, ja, warum? Das ist so ein schönes Beispiel eben über die kolossale Aufregung. Worüber tönt sich die Medien heute? Was ist es? Ein Fußballer hat gespeuzt. Leck du mir, ein Fußballer hat gespeuzt. Da müssen wir jetzt aber tagelang darüber ausrasten. Aber es geht ja nicht um die Speuze, sondern es geht darum, dass es der Frey nicht zugegeben hat. Ja, aber genau.
Ein Fußballer hat gespeuzt. Und wie viele Fußballer haben in ihrem Leben schon, wenn man zusammenzählt, zugegeben, oh ja, ich hätte ihn eigentlich nicht gefault, aber ich habe jetzt halt so tun, eine Schwalbe gemacht und dann hat es einen Penalty gegeben. Das ist eben das Rost, das Todgeritten. Das ist eben die Moralkompetenz. Auch ich finde, die Diskussion jetzt im Moment, hätte griechische Finanzminister jetzt irgendwann mal 2013 der Frau Merkel den Mittelfinger gezeigt, wo er noch Professor war oder nicht? Ist es statthaft, wenn man einer Person so am Karren fährt? In dieser Art und Weise, dass diese Person fast ein Urli macht? Ja, also es gibt ja eine Tendenz, und das ist auch menschlich, dass man sich natürlich gegen aussen, tun sich ja alle perfekt darstellen. Oder? Wir speuzen nicht und wir sind alle anständig, wir lügen nicht. Und selbstverständlich sind wir Menschen alle mit Schwächen und haben unsere Fehler und unsere Peinlichkeiten in unserem Leben. Und also ich glaube, aber als Journalist hat man doch eine andere Verantwortung. Ja, aber wenn du jetzt mal zeigst, jetzt, hey, der hat, das ist jetzt nicht das perfekte Image. Und auch ein Alex Frey kann mal ausrasten und spucken. Hey, mein Gott. Ich finde, ich komme noch einmal auf das Thema zurück, von dieser virtuellen Mickey-Maus-Welt, in der wir heute leben. Und alles ist durchpoliert und alles ist durchgestellt. Und die Medien, Berater und alles wird kontrolliert. Und dann kommt mal ein Stück Realität. Ja, mein Gott. Ja, aber ihr macht das erste mit, durch das, dass ihr ausrastet über das. Wenn ihr produziert die Mickey-Maus-Welt durch das, weil jeder weiß, darum ist es auch so langweilig geworden, zum Beispiel in Deutschland Bundestagsdebatten zu schauen. 70er Jahre hat es noch, weil alle den Mainstream versuchen, der, wo ihr darstellt, wenn alle so ausrastet, weil jemand speuzt oder sonst irgendetwas macht, dann ist das Ende eine Mickey-Maus-Welt, weil sich niemand mehr traut, irgendetwas zu machen. Aber jetzt kommen Sie natürlich auf ein Thema, es gibt ja auch und um auf das wieder zurückzukommen, was sie gesagt haben, sie haben auch Leute gehabt, es hat auch Journalisten gegeben, die sie verteidigt haben. Und die Öffentlichkeit kann natürlich auch, übrigens auch in Ihrem Fall, Herr Kachelmann, die Öffentlichkeit kann auch ein Schutz sein, weil ich bin jetzt nicht so sicher, zum Beispiel in Ihrem Prozess, wenn das nicht öffentlich gewesen wäre und sie nicht so prominent gewesen wäre, wenn das einfach so ein Alltagsfall wäre. Da hätte man nicht so genau angeschaut. Und da wäre die Wahrscheinlichkeit viel grösser gewesen, dass sie verurteilt worden wären. Ich meine, bei Ihnen hat dann die öffentliche Debatte zur Folge gehabt, dass man dann die Dopingkontrollen, die damals ja wirklich sehr rudimentär waren, ja, man hat dann die Kontrollen, das System hat man dann wirklich auch verbessert. Ja, so, aber da es ist richtig, dass mein Fall hat die ganze Kontrolle verbessert. Weil ich war der erste Fall, wo man gemerkt hat, da sind Fehler drin. Also nach dem heutigen Neuen, nach dem, was mir passiert ist, hat man das Ganze gewechselt. Und ich würde jetzt aus drei Gründen nicht mehr positiv sein. Drei Sachen waren bei meiner Probe völlig schräg gewesen, weil es hat im Übrigen keine Gegnerin mir gelingt, sondern es schlicht und weg ein Labor. Nein, das sowieso nicht, mein Mann. Also Laborfehler und so Verstrickungen müssen wir jetzt nicht darauf eingehen. Es war nicht wegen den Medien gewesen, sondern eigentlich, dass ich dann vor das Zivilgericht gegangen bin. Und was ich wollte sagen, für mich waren nicht die Medien wirklich das Hauptproblem. Das ist einfach halt nebendran gelaufen. Mein Hauptproblem war, dass ich für etwas bestraft wurde, das ich nicht gemacht habe. Aber da können die Medien nicht. Nein, nein. Also, ich sage einfach, was in meinem Fall mit den Medien falsch ist gelaufen, ist, dass nach einer Anprobe bereits bekannt wurde, dass Sandra Gasser aus der Schweiz so positiv sein, bevor die B-Probe angeschaut wurde. Und das passiert noch heute. Und das war eine Sauerei, weil dann musste die B-Probe gleich sein wie die A-Probe. Und sonst hätte man sagen, aha, das Labor hat einen Fehler gemacht. Aha, das Labor ist Fehler. Das muss man ja schliessen. Und das hat dann so Verstrickungen noch gehabt, die jetzt auch nicht wirklich wichtig waren. Aber es waren nicht die Medien, warum ich gelitten habe, in erster Linie, sondern meine ganze Geschichte hat mich. Ich will in meinem letzten Teil von unserer vielleicht noch etwas zum Doping. Weil ich finde, eben, Doping ist noch ein spannendes Thema. Nicht jetzt bezogen auf der Fall von Sandra Gasser und nicht einmal auf die Leichtathletik, sondern vor allem auf den Radsport. Der Radsport ist sicher
die Sportart, wo man am meisten über Doping diskutiert. Und ich glaube, da zeigt sich etwas, wo man generell immer wieder feststellt. Für die Medien ist das immer ein riesiges Thema. Das deutsche Fernsehen hat aufgehört, live von der Tour de France berichten, wegen Dopingskandal. Und wenn immer wieder einer kommt, dann wird gross darüber berichtet. Aber die Tour de France hat jedes Jahr mehr Zuschauer. Also was heisst das? Das heisst, den Leuten ist das letztlich völlig wurscht. Und das sieht man jetzt beim Doping, aber man sieht es auch in anderen Fällen. Es gibt immer wieder Themen, wo es einen riesen Unterschied gibt zwischen dem Stellenwert, wo die veröffentlichte Meinung hat, und der öffentlichen Meinung. Und wir reden ja heute, Sascha Viktorowitz, wenn das durchaus ein spannender Seitenast ist, über den ruinierten Ruf. Und ich möchte im letzten Teil von unserer Diskussion darüber reden, wie kann man als Betroffene den Ruf wieder herstellen? Ist das überhaupt möglich? Da gibt es gute und schlechte Reaktionen, wie man mit den Medien während dem Verfahren oder während dem, dass es gerade hochgekocht wird, kann umgehen. Gibt es einfach mal so in die Runde gute oder schlechte Reaktionen, wie man als Betroffener kann reagieren, in so einem Fall? Ich glaube, es gibt eben zwei Fälle, wo man genau so auseinanderhalten. Ist der Ruf zu Recht ruiniert? Oder ist er nicht zu Recht? Also ist jemand schuldig oder ist jemand unschuldig? Vielfach kann man das aber gar nicht beurteilen. Ja. Nehmen wir aber zum Beispiel das Beispiel von Daniel Vasella. Verdankt seine ganze Karriere und Existenz den Novartis. Und am Schluss sagt er, ich will übrigens noch 80 Millionen, damit ich nicht zur Konkurrenz arbeite, wenn ich aufhöre. Und kommt natürlich für das massiv in Kritik von den Medien, von der Öffentlichkeit, von seinen Peers. Ja, zu Recht ruiniert der Ruf. Weil ich finde, das ist ein Skandal, wenn man das macht. So. Wir haben hier drei Fälle heute in der Runde, wo man eigentlich nachher muss sagen, nein, zu Unrecht ruiniert der Ruf. Ich glaube, diesen Unterschied muss man machen. Ja. Und wenn man zu Unrecht attackiert ist, dann glaube ich, dann soll man sich auch wehren. Und ich finde, so ja, wie es Sandra Gasser zum Beispiel gemacht hat. Sie haben sich, wir haben jetzt drei Beispiele, die haben sich, wo sich eigentlich gut haben, also wo sich haben können wehren und was auch Gegenmeinungen gegeben. Ich habe ein Beispiel, das mich durch meine ganze Karriere verfolgt hat. Das war einer von meinen ersten Fällen. Hans W. Kopp, die Familie Kopp. Ich bin als junger Journalist herangekommen und dort hat es wirklich so ein Rudelverhalten gegeben. Und da rede ich jetzt vor allem von Hans-Walter Kopp. Da meinen Sie was mit dem Rudelverhalten? Wo einfach eine derartige Dynamik entstanden ist im Journalismus, wie niemand dagegen gehalten hat. Und das war für mich wirklich eine Lehre, die mich geprägt hat. Wo der Hans-Walter Kopp, der hätte können sagen, was er wollte. Es ist ihm alles im Maul vertreibt worden. Und der hat sich im Prinzip überhaupt nicht mehr verteidigen können. Und ich glaube, das ist jetzt von der Medienseite her einfach das Wichtigste, dass es einfach immer muss die Gegenmeinungen geben und dass es wir Journalisten, wir neigen natürlich zu dem Rudelverhalten. Wir wollen im Trend sein, oder? Es gibt einen Trend und wir wollen alle im Trend sein und der ist out und der ist in, oder? Und da muss es einfach immer, es ist ganz wichtig, dass es dort immer Gegenmeinungen gibt. Sandra Gasser, Hans-Uli Gürber, Mörg Kachelmann. Ich würde schon gerne auch mal schnell etwas zu den Medien sagen. Das ist für mich jetzt glatt. Immer sind sie geschlafen, indem man wieder über einen Fall geredet hat. Und ich meine, das Prinzip von, es ist im öffentlichen Interesse, das ist klar. Die Frage muss man sich stellen. Jetzt in meinem Fall stelle ich fest, die 29'000 Franken ist okay. Das ist im öffentlichen Interesse, dass man weiß, was das kostet. Aber das Ganze ist ja begleitet von einer absoluten Diffamierungskampagne, die mit dieser Frage überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich meine, ich mit meiner Schlange. Haben Sie schon mal den Herrn Burkhalter gesehen im Taucheranzug, wenn er über die OECD-Verhandlungen geredet hat? Immer ist die Schlange dabei. Das ist mein Hobby, wie andere auch haben. Und etwas Zweites, was ich also auch natürlich auch sensibilisiert durch diese Zeit festgestellt habe, wir haben ein riesiges Empörungsbedürfnis beim Volk und wir haben eine Presse, die dem riesig nachkommt. Wenn ich die vier Sonntagszeitungen, und das mache ich jetzt fast regelmäßig, ich schaue Titel an. Es ist ja fast krampfhaft, wie man probiert, irgendeine Geschichte vorne anzusetzen, wo bei den Leuten auslösen, ja, lecker die wieder. Emotionen verkaufen sich besser als Fakten. Ja, es geht im Moment immer alles um Empörung. Und das haut mich eben, gerade weil ich viel zu Afrika bin, in diesem Land so um.
auch das Volk so auf empörig abfährt. Es geht uns im Großen und Ganzen. Für öffentliche Meinung. Ja, nein, aber das Volk fährt ja offenbar auch darum ab. Ihr macht das ja nicht, wenn die Leute finden, legst du wieder empörig überliegen. Sondern es wird gemacht, das Leben ist emotional. Titel sehen. Also, ist, ja, aber warum muss es immer empörig sein? Und zwar wegen lächerlichen Sachen. Mhm. Oh. Zum Teil sind es ja 3-4 Monate alte Storys. Und vielleicht zur Betroffenheit, schauen Sie, also für mich ist klar, in der ersten Phase kann man eigentlich nur sagen, also nicht Grind ab und zäckeln, sondern Grind ab und liegen bleiben. Aber nachher muss man dann anfangen zu schauen. Ja, man merkt dann auch noch Begleiterscheinungen. Ich wäre ja auch noch froh gewesen, wenn irgendjemand, nachdem ich nichts mehr gesagt habe, gewisse Argumente hätte können bringen. Das wäre noch toll gewesen, wenn das auch rausgekommen wäre. Dann muss man natürlich schon ein bisschen schauen, dass man nicht ganz weg. Was raten Sie jemandem, Sascha Viktorowitz? Sie beraten das solche Menschen, die Situationen also, nicht kommen? Erstens, grundsätzlich, ich finde, bei so wichtigen Sachen unbedingt wehren. Und teilweise... Wie? Also, was Frau Gasser gesagt hat, ist ein Punkt. Man nimmt Stellung dazu. Es gibt teilweise... Man gibt Interviews, man verweigert. Ja, also teilweise muss man rechtliche Schritte greifen. Ja. Das ist ganz klar. Bleibt einem gar nichts anderes übrig. Verliert einen Haufen Geld, in jedem Fall. Ja. Aber das hat sich gelohnt. Und jetzt gibt es aber... Also und das hat Herr Gürber jetzt gerade angesprochen. Er sagt, Grind oben und liegen bleiben. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt Fälle, wo man einfach muss analytisch sagen, oh, das, im Moment bringt mir das gar nicht. Ich bin dort involviert worden und das beschäftigt mich bis heute, wo seinerzeit die ganze, alles über UBS zusammengebrochen ist. Das war die Frage mit Amerika, dann nachher die Frage, wie retten wir die Bank? Und dort war ja der Peter Kuhr Verwaltungsratspräsident. Ein super Typ, intelligent, integer, ein guter Anwalt, alles. Aber ist letztlich, weil man eben immer Personen sucht, ist er und auch der damalige CEO Barcelona sind plötzlich einfach die Bösen für die Bank, wo im Übrigen nichts Unrecht macht, im Gegenteil sogar die Bank gerettet haben. Und dort haben wir auch darüber nachgedacht, was kann man machen. Und da hat man müssen sagen, im Moment ist eben der Mainstream so, das bringt gar nichts. Und dann sagt man, okay, dann machen wir halt mal 2 Jahre lang nichts, tun wir uns aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Und nach 2 Jahren hat man gesagt, weil Anfragen sind von Medien da waren, ja, wieso gibt man nicht einmal einer NZZ am Sonntag, einem Medium, wo man gewusst hat, dass sie dann auch die Sachen auf den Grund geht, das Interview. Und letztlich, und ich glaube, das ist die positive Nachricht, und ich finde auch, das gilt in Ihrem Fall, Frau Gasser, wenn man das heute anschaut, muss man sagen, es ist ein unbescholtenes Image, es ist nichts hängen geblieben. Es ist übrigens auch, und da hat Herr Gürbel vorhin recht gehabt, es gibt einen Empörungsmoment in unserem Land. Im Ausland war das gar nicht ein Thema. Das ist eine riesige Spannung zwischen Kämpfen, wie Sandra Gasser gemacht hat, und wie Sie es jetzt gesagt haben, abtauchen. Es gibt, ja, es ist ein unterschiedlicher Fall gewesen, ja. Und es gibt in gewissen Fällen, muss man sagen, man muss warten, weil es ist wie, wenn Sie in einer Berghütte sind vor der Gipfelbesteigung und jetzt gehen Sie morgen raus und es hat einen riesen Sturm tobt Ihnen da entgegen, dann sagen Sie, okay, ich versuche es gar nicht, es weht mich runter, also bleibe in der Hütte und warte, bis der Sturm abgelaut ist und dann mache ich mich auf die Gipfelbesteigung. Was aber die gewissen Journalisten natürlich provoziert, wenn man quasi sich nicht erreichbar macht und dann halt wird Vermutungen geäußert und geschrieben bis und derjenige wird provoziert. Es gibt Fälle, wo auch wenn sie nachher an die Öffentlichkeit treten, es ändert trotzdem nichts. Meinungen sind schon gemacht. Kann man mit Geld? Muss man warten. Kann man mit Geld? Jörg Kachelmann klagt jetzt auf 3,25 Millionen Euro. Kann man mit Geld, Jörg Kachelmann, den Ruf, den Beschädigten sich wieder zurückholen? Warum klagen sie? Wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig, ich habe eine Familie und die Familie hat mich außerordentlich unterstützt. Meine Frau hat das Buch mit mir geschrieben, wo sie erwähnt hat, es hat einen kleinen Bub, wo ich einfach, wenn er in 4-5 Jahren in den Kindergarten geht, wenn er womöglich googelt, dann schon bis, ich hoffe, es geht noch etwas länger, bis er den Anfang googelt. Ich will, dass wenn er mich fragt, wenn er wird noch jenes Zeug finden aus dieser Zeit, wenn er mich fragt,
Papi, hast du dort seinerzeit alles gemacht, was du hast können machen, um es diesen Siechen, die das mit dir gemacht haben, zu zeigen. Und das ist das, was ich mir geschworen habe letztendlich. Und auch ein bisschen nochmal aus der Verantwortung heraus, das macht auch anderen Mut, wo das passiert. Weil das ist nicht ein Einzelfall, wo ich bin. Das ist alltäglich. Falschbeschuldigungen sind ein wunderbares Mittel. Sie passieren andauernd. Und wegen dem wollte ich kämpfen. Ich weiss, dass es immer noch Leute gibt, die würden sagen, nee, wer weiß, was da war. Aber mir ist es wichtig, dass die Frau verurteilt wird. Mir ist es wichtig, zivilrechtlich. Mir ist es auch wird's wichtig sein, dass die Frau strafrechtlich verurteilt wird. Im Idealfall in die Kiste geht. Das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass die Medien. Es geht ja nicht darum, dass die jetzt etwas geschrieben haben, wo wahr ist. Es geht um all die Lügengeschichten. Wenn es 100'000 Stutz kostet, überlegen Sie sich vielleicht das nächste Mal wieder. Beide Handbremsen anziehen. Entschuldigung. Nein, es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich meine, soviel ich weiß, haben sie dann müssen ihre Firma verkaufen. Also letztlich, es kann ja dann auch Fälle geben, wo eben die Berichterstattung und die Verleumdung zu wirklich existenziellen Problemen führt. Und selbstverständlich sollen wir dann auch schauen, dass wir das... Ich sagen, im Fall Carlos, als er an die Öffentlichkeit gegangen ist, wo wir das Interview gebracht haben, Carlos, jetzt rede ich, hat es den Fall gekehrt. Ganz kurz am Schluss noch. Auch zu Ihren Gunsten, Herr Bürger. Ruf wiederhergestellt? Ich würde sagen, ja. Ja, im Kanton Zürich nicht überall, aber sonst ja, kann man das schon sagen. In Afrika läuft es. Nein, nicht. Also dort läuft es auch gut. Kochen mal, Ruf wiederhergestellt. Ich hoffe, er war nie ruiniert. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich im Kanton Schweiz unterwegs bin, dass irgendjemand knurrt auf der anderen Strassenseite und übergeht. Aber ich weiss, dass es Leute gibt, die seinerzeit auch gar nicht den Freispruch mitbekommen haben, sondern nur irgendetwas gelesen haben. Und ich hoffe einfach, dass die Leute heute Abend geschaut haben, sich weiter eine Meinung bilden. Und ich kämpfe einfach weiter. Und ich hoffe, dass irgendwann einmal auch im Hinterletzten klar wird, wer es war, wer Täter und wer Opfer war in dem Fall, erstens. Und zweitens, und das ist die Hoffnung, die vergeblich ist, dass ihr Zeitungen, wenn dann die Frau verurteilt wird, auch noch ein bisschen grösser als eine Briefmarke berichtet. Ich weiss, es wird leider nicht passieren, wie das bedeutet auch die eigene... Sie schon. Danke herzlich. Danke auch. Ihnen allen, dass Sie zu uns in den Club gekommen sind. Es geht jetzt so weiter nach der Tagesschau-Nacht. Barbara Bührer, das Thema bei Ihren Menschen erzählt, wie es ist, wenn man mit einer Schuld muss leben muss. Ihnen natürlich auch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und sehr gerne bis zum nächsten Club. Adi miteinander.